Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu den neuronalen Netzen im Bereich Machine Learning. Heute geht es um rekurrente neuronale Netze. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, was zur Hölle will er mir damit sagen und warum sollte ich Rekurrenz in meinen neuronalen Netzen brauchen? Zunächst einmal, was ist Rekurrenz? Das ist ein stinknormales Feed-Forward Neural Network. So, und jetzt Rekurrenz, was bedeutet das? Naja, Rekurrenz wäre zum Beispiel, wenn ich den Output von meinem Hidden Neuron Layer komplett verbunden, nicht nur ein Neuron mit einem Neuron, sondern alle Neuronen mit allen Neuronen verbinden würde. Das bedeutet, der Output von meiner Hidden Schicht zum Zeitpunkt 1 ist gleichzeitig der Input von meiner Hidden Schicht zum Zeitpunkt 2. Und zum Zeitpunkt 2, der Output von meiner Hidden Schicht ist der Input von meiner dritten Hidden Schicht und so weiter und so fort. Das heißt, ich stopfe immer das, was bei meiner Hidden Schicht rausgekommen ist, wieder in meine Hidden Schicht rein. Das bedeutet, ich habe aber natürlich nochmal mehr Neuronen und nochmal mehr Gewicht. Neuronen bleiben gleich, aber ich habe mehr Gewichte, weil ich ja jedes Neuron, was rauskommt, braucht zusätzlich zu der Verbindung zum Output Layer noch eine Verbindung zu sich selber wieder. Und zu allen anderen Input-Neuronen. Das heißt, wir haben hier quasi, wenn wir hier 10 Neuronen drin haben, haben wir nochmal zusätzliche 10 mal 10, also 100 Gewichte mehr, die wir lernen müssen. Jetzt, warum sollte ich so eine Rekurrenz brauchen? Rekurrenz ist zum Beispiel auch sinnvoll, wenn wir irgendwie irgendwas haben, was zeitlich beschränkt ist oder irgendwie eine zeitliche Sequenz haben, also zum Beispiel eine Bildsequenz. Sowas wie zum Beispiel ein Video, das Video, was ihr gerade guckt, ist eine Bildsequenz und eine Tonsequenz. Es gibt eine Zeit und ich kann anhand dieser Zeit Sachen wieder füttern sozusagen. Das heißt, zum Zeitpunkt jetzt habe ich eine Output-Schicht, ich habe einen Input hier, ich habe einen Hidden-Layer hier mit Output und Input und so weiter und so fort. Und eine Sekunde danach habe ich genau dasselbe nochmal, aber es sieht komplett anders aus, weil ich gerade was anderes rede, weil ich euch was anderes zeige, weil meine Maus an einem anderen Punkt in meinem Bild ist und so weiter und so fort. Das heißt, für solche Sequenzen braucht ihr rekurrente neuronale Netze. Jetzt noch kurz zu den Modellen. Es gibt natürlich nicht nur das Modell, das ist das häufigste, aber nicht unbedingt das einzige. Es gibt nicht nur das Modell hier, dass ihr die Hidden Neuronen wieder zu den Hidden Neuronen bringt, sondern es geht genauso, dass ihr, ich mache das Ganze mal hier rückgängig, dass ihr die Hidden Neuronen verbindet mit den Input Neuronen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder dass ihr, im Prinzip könnt ihr euch nach alles denken, was ihr da irgendwie braucht, dass ihr den Output wieder verbindet mit euren Hidden Neuronen oder aber, dass ihr den Output verbindet mit euren Input-Neuronen. Arg viel mehr kann man sich da nicht wirklich überlegen. Aber ihr könnt alle möglichen Sachen eben haben, die ihr da euch so vorstellen könnt. Also im Prinzip seid kreativ und kreiert eure eigene Architektur, die wahrscheinlich am besten passt. Ihr braucht eigentlich nie rekurrente neuronale Netze, wenn ihr keine Sequenz habt. So, ganz wichtig, ich wirf jetzt hier nur mal ein Stichwort ein. Long-Short-Term-Memory, falls ihr irgendwann mal eine API findet, die Long-Short-Term-Memories bringen, das ist eine Aktivierungsfunktion, die sozusagen ein Gedächtnis hat. Ich werde euch die hier in der Reihe nicht weiter erklären. Das ist alles, was ich dazu sage. Die Dinger haben mega komplizierte Mathematik, die man eigentlich nicht verstehen muss, weil es schon genug Implementierungen von neuronalen Netzen gibt, was diese LSTMs eben in sich tragen. Da sind die rekurrenten neuronalen Netze wichtiger, weil ihr da wissen müsst, was da passiert. Bei den LSTMs, wenn ihr irgendwie LSTMs seht, dann könnt ihr die sehr gut benutzen. Die haben sozusagen, das ist eine Aktivierungsfunktion mit Gedächtnis. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Okay, so, jetzt, wie mache ich Backpropagation bei rekurrenten neuronalen Netzen? Führen wir mal wieder hier diesen Strich hier ein. Okay, so, jetzt sehen wir doch eigentlich schon, dass wir hier Probleme haben, wenn wir stinknormales Backpropagation haben. Denn wie zur Hölle sollen wir bitte wissen, was der Error von der Schicht ist, wenn die Schicht sogar noch zusätzlich den Input von der Zeit davor bekommt? Das ist ein bisschen kompliziert und das möchte ich euch zeigen. Nennt sich Backpropagation Through Time, hört sich aber spaciger an, als es eigentlich ist. Im Prinzip sagen wir mal, wir haben hier drei Sequenzen. Aufgrund von Platzmangel haben wir nur zwei Sequenzen. Okay, wir haben zwei Sequenzen. Das ist unser Input hier zur Zeit 0. Das ist der Input zur Zeit 1. Ich schreibe das gerade mal kurz hier als Text hin. Das war eigentlich ganz okay. Hier, jetzt geht es natürlich wieder nicht natürlich. Okay. Input zur Zeit 0
Und hier haben wir Input zur Zeit 1, sodass es Output zur Zeit 1 und das da vorne ist Output zur Zeit 0. Das kann man natürlich noch beliebig groß machen, aber wir nehmen jetzt hier an, dass das hier die letzte Schicht ist. Okay, und also sozusagen die letzte Sequenz. Wir haben nur zwei Sequenzen, keine Ahnung, was das jetzt sein soll, ist egal. Und wir haben hier zusätzlich noch eine voll vermaschte Darstellung. Und zwar der Output von meinen Hidden Neuronen zur Zeit 0 wird ja zur Zeit 1 wiederverwendet. Das heißt, ich habe hier, ich male das jetzt mal so auf, ich habe hier zur Zeit 1 auch den Output von meinem Neuron zur Zeit 0. Und hier vorne dran habe ich nichts, das heißt, ich habe hier auch keinen weiteren Input. So, möchte ich jetzt Backpropagation machen, dann sehen wir, dass zur Zeit 0 kann ich perfekt ganz stinknormal Backpropagation machen, weil ich ja hier keinen zusätzlichen Input habe. Das heißt, dieses Ding hier, was rekurrent ist, das habe ich zur Zeit 0 nicht. Das heißt, hier mache ich stinknormal Backpropagation. Okay, machen wir. Und dann ist dieses Netz hier, oder dieser Teil des Netzes, trainiert. So sagen wir zumindest mal. Wir nehmen an, dass es dann einigermaßen trainiert ist. Und dann machen wir Backpropagation hier zur Zeit 1. Und dann müssen wir natürlich hier noch betrachten, dass wir nicht nur Backpropagation auf dem Bereich hier machen, sondern dass wir hier auch noch das hier benutzen. Das heißt, die Backpropagation zur Zeit 1, die verändert normalerweise ja nur, also hier wird ja logischerweise nur diese Gewichte hier angepasst, weil sie falsch waren, und diese Gewichte hier oben werden angepasst, weil sie falsch waren. So, zur Zeit 1 ist es ein bisschen anders. Wir passen erstmal diese Gewichte an, wenn wir Backpropagation machen zur Output-Schicht hin. Ist ja klar, oder? So, und im nächsten Schritt machen wir dann aber Backpropagation hier von den Hidden Neuronen und passen diese Gewichte an, aber gleichzeitig passen wir auch noch diese Gewichte hier zwischendrin an. Und das ist vielleicht das Neue. Wir passen also hier die da. Also beim Backpropagation zur Zeit 1, ich mache das gerade mal in Rot, was alles durch Backpropagation, welche Gewichte verbessert werden. So, die da und die da. So, und jetzt fällt euch was auf. Wir gehen hier quasi einmal komplett zurück. Und je mehr Zeitfolgen wir hier haben, desto mehr gehen wir natürlich auch noch zurück. Und das ist dann eine ziemlich komplizierte mathematische Berechnung. Zum Glück müsst ihr das nicht alles selber machen. Gibt es wahrscheinlich auch schon haufenweise Implementierungen dafür. Ja, ihr geht da quasi einmal komplett zurück. Wenn ihr hier Zeitpunkt 100 habt, dann geht ihr hier 100 Stück zurück. Da müsst ihr euch genau überlegen, wie viele Zeitfolgen möchte ich denn tatsächlich mit einbeziehen. Und irgendwann sagt man, wegen dem sogenannten Vanishing Gradient, dass es sich nicht mehr lohnt. Denn wenn ich hier jetzt 100 Mal zurückgehe, dann wird das, was ich hier ändere und das, was ich hier unten dann ändere bei meiner Input-Schicht, wird immer weniger und weniger und weniger. Deswegen, irgendwann reicht es dann und man sagt, okay, die Änderung ist so gering, ich betrachte jetzt nicht mehr mehr und das waren die letzten Gewichte, die ich angepasst habe. Okay, ja, das ist im Prinzip Backpropagation through Time. Was mache ich denn dagegen, dass hier das immer geringer wird? Erstens mal bricht ich natürlich frühzeitig ab, wie ich euch gerade gesagt habe. Und zweitens ist dann eben dieses LSTM als Aktivierungsfunktion für diese rekurrenten neuronalen Netze ziemlich cool. Gut, das war's von meiner Seite. Ich glaube, wir sind jetzt hier tatsächlich an einem Punkt angelangt. Ich weiß aktuell nicht mehr, was ich euch in diesem Zusammenhang Machine Learning beibringen könnte. Ich hoffe, euch hat die Serie soweit gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Videowünsche habt, interessante Themen, ich weiß zum Beispiel noch von Spiking Neural Networks, aber ich habe mich noch nicht eingearbeitet und ich habe auch noch nichts dazu gelesen. Deswegen werde ich euch das jetzt erstmal vorenthalten und halte mir natürlich offen, die Serie hier an passender Stelle weiterzuführen. Je nachdem, wie viele Leute es tatsächlich geschafft haben, hier durch die neuronalen Netze durchzukommen, werde ich jetzt auch davon abhängig machen, ob ich noch eine praktische Serie zum Bereich Machine Learning mache und ja, wie wir dann genau weiter vorgehen, schauen wir einfach mal. Zum Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, fangen wir gerade erst so richtig an mit der Serie Machine Learning. Also das heißt, ich habe das schon sehr, sehr viel früher aufgenommen, als ihr das wahrscheinlich hört. Genau, das war's von meiner Seite. Ich hoffe sehr, es hat euch enorm gefallen und lasst ein Like und ein Abo da, falls ihr das nicht schon lange gemacht habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!